So, meine Lieben, da bin ich wieder. Und ja, gestern Abend haben wir ziemlich gekämpft und hatten Probleme, dass der Dämpfer nicht gescheit rein wollte, wegen Lagersitz, der nicht richtig stand. Und das habe ich heute ganz gut korrigiert gekriegt. Einfach die Achse ein bisschen schlanker gemacht und insgesamt ein bisschen, ja, sag ich mal, für Spiel gesorgt. Das ist jetzt gepfuscht, aber für die ersten Probefahrten wird das reichen und dann werden wir sicherlich nochmal am Computer ein bisschen was optimieren müssen und ja, werden das vom höchstwahrscheinlich gegen Frästeil austauschen. Das ist ein Teil, da verlieren wir Schweißnaht und dementsprechend ist das Risiko von Schweißverzug auch deutlich geringer und dann reiben wir nach und dann sollte das eigentlich geregelt sein. Jetzt werde ich das Ding aufbauen. Ich bin schon mega aufgeregt, kann es kaum erwarten. Ich wollte noch mal kurz Danke sagen. Wir haben auch aus der Industrie viel Support gekriegt für das ganze Projekt. Die Jungs von SR Santur haben uns mit Dämpfer und Gabel versorgt. Hier kommt eine schöne dicke Duolux rein, 29 Zoll, alles richtig geil. Ich fahre ja auch für Santur als Athlet und insofern war das für mich keine Frage. Ich weiß, dass die Sachen richtig gut sind und klar, da kommt nichts anderes rein. Das funktioniert gut, die Jungs sind geil drauf und so weiter. Dann war ich ja in Kanada und da habe ich Freunde, die haben eine Firma, die machen Carbonfelgen. Von denen habe ich dieses geile Laufrad bekommen. Die Firma heißt We Are One. Die sind hier noch nicht so bekannt, aber machen geilen Scheiß. Und ja, da wird auch noch was kommen. Bin ich gespannt. Die werden in Europa auch noch Gas geben. Ja, was gibt's noch? Continental, klar, immer an meiner Seite. Mein Lieblingsreifen, der Mud King, darf natürlich auch nicht fehlen. Danke an Conti. Und im letzten Moment sind die Jungs von Magura noch mit an Bord gehüpft und haben uns noch einen Satz schöne Bremsen geschickt. Wir hatten eigentlich nur die Frage, ob die MT7 wohl passen würde, weil wir den Postmount integriert haben. Haben uns ein 3D-Modell geschickt und dann haben wir aber noch ganz schnell eben noch einen Satz Bremsen dazu gekriegt, dass wir das auch am Bike direkt montieren können. Ich freue mich. Nicht zuletzt, mein guter Freund Sascha von 666 hat uns einen schönen Sattel geschickt, damit die Kiste auch fesch aussieht. Und der Sattel wird natürlich an der Revive vom Bike Yoke befestigt. Und ja, das soll ja auch wohl mit Abstand die beste Stütze sein. Ich bin selbst noch nicht gefahren, aber ich habe so viel Gutes gehört. Da habe ich gedacht, die muss dran an das Bike. Also, danke an alle, die uns supportet haben. Ja, jetzt montiere ich einfach. Montieren kennt ja jeder. Ich schalte das Ding wieder an. Wenn das Fahrrad komplett ist, da will ich keinen mit langweilen. Ne? So langsam nähere ich mich dem Ende. Das ist natürlich immer ein langer Prozess, aber bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Alles passt gut zusammen. Sattelstütze gehen gut rein. Kabel lassen sich gut verlegen. Und Kurbel ist drin. Kettenlinie scheint super zu passen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich schalte jetzt wieder aus und dann denke ich mal, gibt es im nächsten Cut das komplette Rad zu sehen. So, nach einem ordentlichen halben Tag Arbeit steht die Bude. Antrieb dreht sich. Das ist ja das, worum es geht. Ne? Kette ist drauf. Alles, keine Ahnung. Man kann schalten. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt gehe ich mal auf die Straße und kriege ein grobes Gefühl, was noch alles an Feintuning gemacht werden muss. Und dann ist der Tag auch gelaufen. Und morgen geht es an meinen Wald vorsichtig mal testen und gucken, was noch alles. Ja, Einstellungsfahrt machen quasi. Dämpfer-Setup, Gabel-Setup. Gucken, ob es noch irgendwelche Sachen gibt, die nicht cool sind. Schleifigkeit mal ausloten. Und dann ja, geht es zu Eurobike. Dann wird das Ding ausgestellt. Ja, und dann geht es in die Berge zum richtig Testen. Dann wird geguckt, was das Aluminium aushält. Ne? Ich bin gespannt. Stay tuned, guys. Das ist der erste Moment, dass ich mit dem Bike hier auf der Straße ein paar Meter rumroll. Das ist ein freaking Beast. Ich bin super excited. Ist total abgefahren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss irgendwie schnell das Bike an den Start bringen und in die Berge fahren. Es geht gar nicht. Viel zu gut.